Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zum Airfresh Hygro 500 von Söhne. Und in diesem Video möchte ich einen kurzen Überblick geben und die einzelnen möglichen Funktionen des Airfresh Hygro 500 einmal vorstellen. Wie wir sehen, der Airfresh Hygro 500 ist ein großer Kasten, den man sicherlich nicht irgendwo, sagen wir mal, geschickt in einem Zimmer, auf einem Schrank irgendwo in einer Ecke versteckt, sondern tatsächlich eher irgendwo wohl platziert in einen Raum stellt, damit er hier zum einen eher etwas zentraler liegt und den Raum gut belüften kann und zum anderen, wer hat schon so viel Platz auf einem Schrank und möchte dieses große Gerät dahinstellen. Der Vorteil an dem Gerät aber ist, dass es prinzipiell automatisch arbeiten kann. Das heißt, ich schalte es mal einmal ein und wir klicken auf Auto, denn das Gerät misst die vorhandene Einstellung bzw. misst die vorhandene Luftfeuchtigkeit, hier jetzt in dem Fall sogar 80%. Und schaltet dann den Lüfter einfach ab, weil im Automatikmodus der Zielwert 50% wäre. Und sollte jetzt aber die Luftfeuchtigkeit unter 50% fallen, dann würde das Gerät automatisch die Lüftergeschwindigkeit so anpassen, dass man die 50% erreicht und dann natürlich auch weiterhält. Neben der Automatikfunktion habe ich auch die Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit einfach wahlweise einzustellen über verschiedene Schritte. Hier von 40 bis 80% ist das überhaupt gar kein Problem. Gleichzeitig kann ich den Lüfter in drei Stufen aktivieren. Ich tue das jetzt mal hier einmal. Die lauteste Stufe ist sicherlich überhaupt nichts fürs Schlafzimmer. Und in einem belebten Raum, in dem man sich vielleicht auch unterhalten möchte, auf Dauer etwas störend. Aber die leiseste Stufe würde ich persönlich sogar in einem Schlafzimmer tolerieren können. Ich könnte bei der Lautstärke schlafen. Ich kann gleichzeitig die Zeit vorwählen, wie lange das Gerät aktiv ist. Das heißt, ich kann hier auch einstellen, dass bis zu 12 Stunden im Voraus das Gerät dann ausgeschaltet wird. Ansonsten war es das schon mit der Bedienung? Die Bedienung ist recht einfach und sehr komfortabel. Wir haben hier auf der linken Seite, ich hole es einmal raus, einen 5-Liter-Tank, beziehungsweise eigentlich 4,9 Liter. Und das Gerät selbst ist für eine Raumgröße bis zu 50 Quadratmetern geeignet. Und als letztes möchte ich noch einmal einen Blick ins Innere zeigen. Dazu schalten wir es einmal aus und wir heben hier mal den Deckel ab. Und dann sehen wir, dass das Wasser quasi unten in eine Schale hereinläuft. Wir auf der rechten Seite zum einen einen Filter haben, der regelmäßig gewechselt werden muss. In der Anleitung steht leider nicht, wie regelmäßig. Und ansonsten haben wir hier dann die Einheit, die für den Wasserdampf sorgt. Mehr ist in dem Gerät nicht vorhanden. Das Praktische daran ist, ich kann den Wassertank rausnehmen, ich kann den Wasserfilter rausnehmen. Ich kann das Gerät also sehr, sehr spielend in der Badewanne mit ein bisschen Seifenlauge reinigen. Einen anderen Luftbefeuchter, den ich getestet habe, der ist innen sehr verwinkelt, der hat viele Ecken und Kanten. Da kommt man zum Reinigen schlechter ran. Dementsprechend hat man da mehr Aufwand. Hier die große Auffangschale lässt sich relativ einfach reinigen. Ansonsten ein wirklich tolles Produkt, vor allen Dingen so im Winter, wer ein kaminbeheiztes Zimmer hat, egal ob Wohnzimmer, Lesezimmer oder was auch immer für ein Zimmer und dementsprechend vielleicht eine etwas niedrigere Luftfeuchtigkeit hat, der kann bequem mit dem Wassertank hier das Gerät einfach reinstellen und für lange Zeit dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit auf einem gesunden Niveau bleibt. So, das war es dann auch schon mit diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, allen noch einen schönen Tag und bis bald.